Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, ja, Ghost Raccoon Wildlands. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Gebiet. Und es regnet am Strömen. Die armen Jungs draußen, ne? Das Mädchen ist drin. Und die Jungs müssen draußen die Kälte und den Regen. Aushalten vielleicht. So, ja, das nächste Sicherheitsgebiet. Da hat uns Bowman was hinterlassen. Ein Paketchen. Und das müssen wir jetzt ja, abfangen. Ach du Scheiße. Ernsthaft? Was ist los mit euch? Chill. Junge, Junge, Junge. Ja, die Sicherheit wird hier noch groß geschrieben, ne? Nicht ich. Voll sanft aufge... Bowman, hier Nomad. Wir sind jetzt in Montauk. Was haben Sie für uns? Montauk ist Santa Blancas wichtigstes Ausbildungsgebiet. Sie betreiben viele paramilitärische Trainingskämpfe in dieser Provinz. Mit Rekruten aus ganz Südamerika. El Muro nimmt ordentlich Geld in die Hand, um Leute mit Special Forces Hintergrund für die Ausbildung der Rekruten zu gewinnen. Der Ausbilder soll ein Ex-US-Soldat sein. Aber mehr wissen wir nicht. Sie müssen Informationen über das Ausbildungsprogramm beschaffen. Und den Ausbilder identifizieren. Verstanden, Bowman. Wir kümmern uns drum. Ja, wir kümmern uns drum. Und hier ist schon die erste Nachricht. Laufen wir mal hin. So. Ein Ex-US-Soldat. Naja. Alpakas. Oder Lamas. Ich glaube, das sind Alpakas. Die sind flauschiger, ne? Ja. Da sind aber wieder welche da. Die Drohne ist hoch. Ich sehe noch einen Tango. Ich trau den Rebellen nicht, ehrlich gesagt. Ich trau den ganz und gar nicht. Die fahren immer bei denen vorbei und die schießen nicht aufeinander. Und die sind wie beste Freunde. Hier ist Ziel Nummer 5. Das ist mir nicht ganz so geheuer. Das ist mir mit den Rebellen nicht ganz so geheuer. Das Geilste wäre, wenn wir mit den Rebellen dann, oder gegen die Rebellen dann nochmal rumballern. So, die Militärvita eines Karl Bockhardt. Sie besagt, er wurde 2005 in Irak verwundet. Als seine Patrouille auf eine Sprengvorrichtung der Ramadi fuhr. Er entwickelt Symptome einer PTBS und legte psychotisches Verhalten an den Tag, welches 2006 zu seiner Entlassung aus medizinischen Gründen führte. Ja, das liegt einfach so hier auf dem Bett rum. Mhm, okay. Ja, warum denn nicht?
Guten Tag. Ich sehe hier ein Sicario-Team. Sag mir wo. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Hallo. Die sehen dich. Guten Tag. So. Easy. Ich glaube, die Luft ist rein. Wir wissen, wo das Nachschublager des Kartells in Montijoc ist. Das liefert wohl die meisten Waffen und die Munition. Für die Provinz. Wenn wir den Nachschub zerstören, wird das Kartell in der ganzen Provinz lahmgelegt. Ah, ist ja cool. So, wir sind hier. Hier gibt's noch was. Oder wir gehen zuerst hier und dann dahin. Und dann gehen wir... Oder wir gehen die Runde. Wir machen es so. Wir gehen die Runde um den Krater herum. 1,6 Kilometer. Ach, das können wir kurz zu Fuß machen. Ist ja nicht weit. Das ist eine größere Stadt. Das heißt, es wird ein bisschen... heftiger. Alle mal stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. Mit zwei Sicarios. Beim Trophäentruck. Trophäentruck. Sauber. Alle in Ordnung? Aha. Granate kommt. Komme mierda, culeros. Geht halt da weg. Ist der kaputt? Ja. Damit die wissen, dass wir erstens kommen und zweitens, dass sie das Auto... erst wieder respawnen müssen, bevor sie es fahren können. So. Ew. Der sieht ja sehr lecker aus. So schön braun und ekelhaft. So. Hallo. Ja, gehen wir mal da entlang. Da kommt ein Auto. Da kommt ein Otto. So. Okay, mal schauen, ob wir sterben oder nicht. Ich bin mal gespannt. Es gibt Feindaktivität. Ach, da unten? Da ist noch ein Tango. Jetzt halt wieder frei. Gern geschehen. Auf dieser Seite ist alles klar. Da vorne sind nochmal welche. Feindaktivität. Die fahren einfach dran vorbei. Geil, der Rebellen. Ja, weil der uns sieht, ne?
aufgehängte Leichen am Straßenrand. Sieht nach Zivilisten aus. Sie glauben, das verscheuchte uns? Großer Fehler. Ja. Aber naja, wenigstens verscheuchen die Rebellen. Meine Seite ist sauber. Diese Rebellen. So, jetzt geht's los. So, da ist ein Sniper drin, da ist ein, da ist, nee, das ist einfach ein Wasserdruck. Sehr eingeschätzt. Hab noch einen Tango, Tango Nummer 3. Oh. Seht mal, eine Kartell-Sendestation. Springen wir die Tür und schalten sie ab. Bringen Sie ja, okay. Schon wieder. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ich sehe ab noch einen, macht 5. Da ist eine montierte Waffe. 3 drin, das ist nicht ganz so gut. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Okay. Was ist da der nächste? Da muss noch einer sein. Leutnant will abhauen. Ah, ist mir doch egal. Ajo. So, dann schauen wir mal. 300 Meter. Der Alarm ist aus, es wird keine Verstärkung einfliegen. Ich gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Sekunde, geh in Position. Ziel erfasst. Bin okay. Bereit. Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Abschuss bestätigt. Okay. Das war knapp. Naja, so knapp war es auch wieder nicht. Gut. 200 Meter. Das ist relativ easy. Aber zuerst mache ich den. Muss halt stehen bleiben. Headshot. Yeah. Nice. Gut, dann schauen wir noch mal, Drohne fliegt. Wo die anderen sind. Da sind 2. Da ist einer, da ist zurück. Da ist einer, da war keiner, das war nur eine Mülltonne. Ist aber kein großer Unterschied. So. Ha. Ja. Da ist dieses fette Gebäude, genau. Okay. Dann let's go. Nahkampf. Nahkampfangriff ist. Ja, oder mal schauen, was ich noch mit dem Sniper machen kann. Wagen mit montierter Waffe. Das ist zu risky. Warte mal. Geh in Position. Ich hab das Ziel. Okay. Hab's trotzdem. Hab's doch bekommen. Der Tod kommt von oben. Einfach mal einmal daneben schießen, damit er sich umdreht und dann hat man's. Hm.
Hier drüben ist ein Narko. Neben dem Checkpoint. Alles klärchen. Ich muss mal kurz schauen, weil hier sind, werden irgendwie Leute angezeigt. Ah, da. Das macht drei. Und der Rest ist da drin. Okay. Wieso ist es hier so dunkel? Das ist voll dumm. Schalter. Da ist ein Sicario. Sag mir wo, bei mir sammeln. Verstanden, in Bewegung. Granate fliegt. Feuer. Okay. Hab ihn, er ist tot. Die wissen von uns. Ach so. Okay, das war... Ich kann hier echt wenig sehen. Da hacken. Hab ihn. Super. Die Störung der Kartellkommunikation macht es leichter für die Rebellen. Gut. Das war noch mal nice. Ja. Ich muss das immer so machen. Also zuerst alle zu mir. Dann sprengen und dann angreifen. Alter, ich kann hier gerade echt nichts sehen. Das ist echt nervig. Da geht's raus. Eieiei. So. Ja, hier und dann da. Gut. Das war doch ganz, ganz nett gerade. So. Hier. Treffer. Wir haben das Ausbildungslager des Kartells in Montilloc gefunden. Schlagen wir los. Ausbildungslager. Ach so. Okay. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr schön da unten. Die Vorräte und so weiter zu zerstören. Alter, ist das dunkel. Warte mal. Einstellungen. Spiel. Kann man das hier einstellen? Grafik. Warte, Video. Helligkeit. Ich mach's mal so. Für die, für die Aufnahme. Also so ist es schon ein bisschen besser. Ja. Okay, Drohnenarten. Werten Sie die Drohne für Fähigkeiten auf, damit sie explodiert, Geräusche macht oder... Ja, ich weiß, dass es geht. Habe ich halt noch nie gemacht, weil... ja. Weil. So.
Da wird wahrscheinlich auch sehr viel, sehr viele Leute sein. Kein Problem. Wir machen das. Oh, das ist Unidad. Egal. Solange der Sound gut ist. Achtung, Soldaten. Ich sehe niemanden. Drüben bei der Funkkiste. Das sind drei. Sauber. Und seid ihr okay? Unauffällig war das nicht. Also von denen. Ah ja, die Rebellen machen ja nichts. Okay, dann schicke ich mal die Drohne raus. Und das sind normal keine Alarm hier drüben. Unidad, das ist schon mal ganz gut. Ich sehe noch einen Tango. Noch ein dritter. Ein Scharfschütze. Ein Scharfschütze. Mit dem sind's fünf. Ja. Sollen den kleinen. Ist das ein Luftabwehrsystem? Feind gesichtet. Sag ich mal so ein bisschen. Da geht's rein, okay. Erstmal der Scharfschütze, würde ich sagen. Sehr schön. So, dann die Alarmanlage. Der Alarm ist hinüber. Es wird keine Verstärkung kommen. Das wollte ich hören. Der ist auch ein bisschen. Aber der bewegt sich. Ah, das war gerade noch so ein Knie. Ins Knie. Zum Glück hat das der Knieschuss auch noch gezählt, ne? So. Dann den werde ich dann auch ins Land. Wir nähern uns dem Ziel. Feuer frei. Wenn es wie eine Nachschubkiste aussieht, macht ihr es platt. Verstanden. Jagen wir das hier zur Hölle. Wie feuerfrei. Hier drüben ist ein Narko. Da, beim Container. Alles okay, alles okay. Ab ein drittes Ziel. Ich schicke nochmal die Drohne hoch. Scheiß Mörser. Da ist noch irgendwo ein Dach. Das macht fünf. Ziel gesichtet. Im Haus sind noch ein paar. Feind markiert. Ich sehe 10. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Wagen mit montierter Waffe. Da ist eine montierte Waffe. Ah, da ist nur einer drin, ne? Ja. Okay. Ist erstmal egal.
knapp daneben. Er will wissen, wo das herkam. Ich gehe in Position. Schneller. Ziel markiert. Ich nehme die Penner unter Feuer. Alles hin. Ja. Okay, ich wollte eigentlich Doppelschuss machen. Also Doppelkill, aber so einfach war das dann doch nicht. Scheiße, der weiß jetzt Bescheid. Die suchen uns. Vorsicht. Blöd. Blöd. Naja, jetzt kommen sie alle zu mir. Hä? Granate! Ah, stimmt ja. Ja, die wissen jetzt, wo wir sind. Deckung suchen! Ja, ja. Hä? Woher denn? Das war kacke. Verdammt, das war knapp. Er ist jetzt weg, ne? Ja. Ha, voll in die Eier. Hey! Keine Sorge, ich bin unterwegs. Wieso? Hä? Willst du mich verarschen? Oh, shit, das tut immer noch weh. Hä? Oh, Mörser. Wieso lebt er immer noch? Junge. Ach. Granate fliegt. Eine Kiste weniger. Tja, ne? Granate kommt. Come mierda, culeros. Oh, ich habe keine Granaten mehr. Und wo hat mich einer gesehen? Ah, da. Nächstes Mal einfach schießen, ne? Jungs. So. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Naja, gut gemacht. Ja, das war mein Fehler. Stimmt. Granate fliegt. Nehm das. Munitionskiste erledigt. Sehr schön. Also Nummer 2. Granate fliegt. Nummer 3. Kiste zerstört. So. Na, fast hätten wir es geschafft. Suchen wir hier nach Informationen?
können wir machen, wenn du Bock hast. Nur zu. Granate fliegt. So. Das ist die letzte Kiste. Ziel erfüllt. Da hinten ist. Das hilft. Ich sehe das so. Je weniger die Arschlöcher auf mich schießen können, desto besser. Finde ich auch. Wow, ihr seid echt Sherlocks hier. So, da gibt es ein Ausrufezeichen. Natürlich machen wir das da. So, dann würde ich sagen, ja, war's das schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut, bye bye. Ja. Einmal das noch mitnehmen und dann den nächsten. Den da. Und dann war's das. Gut, ciao.